Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute fliege ich zum ersten Mal im eigenen Flugzeug nach Hamburg. Es geht östlich an Köln vorbei, über das Sauerland hinweg. Wir passieren erst Hannover, dann Bremen und nach gut anderthalb Stunden sehen wir bereits die Elbe. Eine tiefe Wolkendecke bietet uns bis weit ins Münsterland hinein eine malerische Landschaft. Harburger Berge in Sicht kommen, bewegen mich ganz besondere Emotionen. Denn die ersten 10 Jahre meiner beruflichen Entwicklung liegen an der Alster. Und zu allem Überfluss hatte ich in der City Nord ein Büro, von dem aus ich den Tower des Airports sowie die Piste 33 überblicken konnte. Bei nördlichen Winden rauschten die Airliner den ganzen Tag quasi durch mein Büro. In späteren Jahren bin ich dann oft von Fuhlsbüttel zu Geschäftsterminen in Deutschland und Europa geflogen. Und so kenne ich die einzelnen Pisten und das Vorfeld schon recht gut. Aber selbst hinfliegen, das ist schon etwas ganz Besonderes.
Etwa bei Buchholz in der Nordheide melde ich mich beim Tower zur Landung und erweist uns die Standard-VFR-Route für die Piste 05 zu. Ich melde die Pflichtmeldepunkte Sierra 1 und Sierra 2 und folge weiter dem Standard-Routing. Und zwischen den Funksprüchen eröffnen sich uns aus dieser relativ geringen Höhe von knapp 2000 Fuß zahlreiche schöne Blicke über den Hafen und die Innenstadt von Hamburg. Dann hören wir im Funk, dass noch eine Cirrus aus Sylt heranrauscht. Wir können sie zunächst nicht sehen, aber sie sollte eigentlich gleich in unserem Fenster auftauchen. Ob ich die Cirrus in Sicht habe, fragt der Tower-Lotse. Mit einem Negative, Traffic not in sight, muss ich die Frage leider verneinen. Daraufhin schickt mich der Tower in den rechten Queranflug der Piste 05. Dort befindet sich auch die Südholding und ich rechne schon mal damit, eine Warteschleife fliegen zu müssen. Aber dann sehe ich die Cirrus. Sie befindet sich bereits im langen Endanflug ebenfalls auf die 05. Ich melde den Sichtkontakt an den Tower, was ihn umgehend dazu bewegt, seine Anweisung zu ändern und uns als Nummer 2 direkt hinter der Cirrus in den Endanflug einzuordnen. Nach der Freigabe zur Landung setze ich den Flieger so auf die Piste, dass ich nach möglichst kurzer Zeit, das sind kaum 30 Sekunden, schon wieder abrollen kann. Ich hole die Freigabe zum Rollen ein und auf dem Vorfeld erwartet uns bereits der Marschaller.